Synchronisieren Sie Ihren iMac im 2x3-Verfahren mit anderen Apple-Geräten. Hallo meine lieben Freunde, wie geht es euch? Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid bei guter Gesundheit. Heute habe ich ein neues und wichtiges Video mit euch, in dem es darum geht, euren iMac 2x3 mit anderen Apple-Geräten zu synchronisieren. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Aber bevor Sie sich das Video ansehen, abonnieren Sie den Kanal, um alles Neue und Nützliche zu erhalten. Fahren wir nun mit der Erklärung fort. Erfahren Sie im Mac Center, wie Sie Ihren iMac mit anderen Apple-Geräten synchronisieren und Ihre Produktivität und Erfahrung steigern können. Erfahren Sie im Mac Center, was Sie über die ordnungsgemäße Synchronisierung Ihres iMac mit einem anderen Apple-Gerät, sei es ein iPhone, iPad oder iPod, wissen müssen. Welche Vorteile es bietet und wie Sie es aktivieren. Was ist Synchronisierung? Bei der Synchronisierung von Mac, iPhone und iPad handelt es sich um einen Prozess, der die automatische Integration und Aktualisierung von Daten, Dateien und Einstellungen zwischen Geräten ermöglicht und so ein nahtloses Benutzererlebnis ermöglicht. Unter dieser Synchronisierung versteht man die Fähigkeit von Apple-Geräten, Daten untereinander auszutauschen, sodass auf verschiedenen Computern auf dieselben Informationen und Inhalte zugegriffen werden kann. Dies wird durch Cloud-Dienste wie iCloud erreicht. Daten- und Inhaltsintegration. Sync stellt sicher, dass Ihre Daten, Kontakte, Kalender, E-Mails, Notizen, Dokumente, Fotos, Videos, Musik auf allen angeschlossenen Geräten verfügbar sind. Das bedeutet, dass alle auf einem Gerät vorgenommenen Änderungen automatisch auf die anderen übertragen werden, sodass sie immer über die neuesten Informationen verfügen, unabhängig davon, welches Gerät Sie verwenden. Missionskontinuität mit Handoff. Der Hauptvorteil der Synchronisierung ist die Möglichkeit, Aufgaben zwischen Geräten zu verfolgen. Mit Handoff können Sie eine Aktivität auf einem Computer beginnen und dann nahtlos zu einem anderen Computer wechseln, um genau dort fortzufahren, wo Sie aufgehört haben. Synchronisieren Sie Anwendungen und Dienste. Neben persönlichen Daten umfasst die Synchronisierung auch bestimmte Apps und Dienste wie Safari-Registerkarten, im iCloud-Schlüsselbund gespeicherte Passwörter oder Systemeinstellungen. Und sie werden alle auf Ihren Geräten aktualisiert, um das volle Erlebnis zu bieten. Reaktion in Echtzeit. Durch die Synchronisierung können auf einem Gerät vorgenommene Änderungen sofort auf andere verbundene Computer übertragen werden. Das bedeutet, dass Sie Änderungen an einem Dokument auf Ihrem iPad vornehmen und diese sofort auf Ihrem Mac oder iPhone anzeigen können, was die Teamarbeit erleichtert. Diese Möglichkeit, Informationen auszutauschen und Aufgaben zwischen Geräten zu verfolgen, verbessert die Benutzerproduktivität in der modernen digitalen Umgebung. Vorteile der Synchronisierung mit iMac. Die Synchronisierung zwischen Ihrem iMac, iPhone und oder iPad bietet eine Reihe von Vorteilen, die Ihr Erlebnis und Ihre Effizienz bei der Nutzung Ihrer Apple-Geräte verbessern. Hier sind einige davon. Greifen Sie von Ihrem iMac oder einem beliebigen Apple-Gerät auf Daten zu. Bei aktivierter Synchronisierung sind wichtige Daten und Dateien wie Kontakte, Kalender, Notizen und Dokumente auf allen angeschlossenen Geräten verfügbar. Dies bedeutet, dass Sie von Ihrem Mac, iPhone oder iPad aus auf dieselben Informationen zugreifen können, wo und wann Sie möchten und so eine effiziente und nützliche Benutzererfahrung erzielen. Verbessern Sie die Zusammenarbeit und Produktivität. Die Synchronisierung erleichtert die Teamarbeit, indem sie es mehreren Benutzern ermöglicht, Daten in Echtzeit auszutauschen und zu aktualisieren. Beispielsweise können mehrere Teammitglieder ein freigegebenes iCloud-Dokument gleichzeitig von verschiedenen Geräten aus bearbeiten. Automatische Sicherung und Datensicherheit. Wenn Sie Daten mit iCloud synchronisieren, wird automatisch ein Backup in der Cloud erstellt. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Daten geschützt sind, wenn Ihr Gerät verloren geht, gestohlen oder beschädigt wird,
und Sie können sie problemlos auf einem neuen Gerät wiederherstellen. Aktualisieren Sie Anwendungen und Dienste in Echtzeit. Apps und Dienste, die die iCloud-Synchronisierung unterstützen, werden auf allen verbundenen Geräten automatisch aktualisiert. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie über die neuesten Versionen verfügen und dass alle an App-Einstellungen oder Daten vorgenommenen Änderungen auf Ihren Geräten wiedergespiegelt werden. Diese Funktionen erleichtern Apple-Benutzern die Synchronisierung zwischen ihrem iMac, iPhone und iPad, verbessern die Zugänglichkeit, Zusammenarbeit und Datensicherheit und bieten gleichzeitig ein umfassendes, nahtloses Benutzererlebnis. Wie aktiviere ich die Synchronisierung auf jedem Gerät? Mac Center unterstützt Sie dabei, Ihre Apple-Geräte zu synchronisieren und so Ihre Produktivität und Leistung zu maximieren. Aktivieren Sie die Synchronisierung auf Ihrem Mac, um Ihren iMac mit einem anderen Apple-Gerät zu synchronisieren. Gehen Sie zu den Systemeinstellungen. Tippen Sie dort auf iCloud und melden Sie sich mit Ihrer Apple-ID an. Falls Sie dies noch nicht getan haben, wählen Sie anschließend die Dienste aus, die Sie verknüpfen möchten, Kontakte, Kalender, Musik und so weiter. Aktivieren Sie die Synchronisierung auf Ihrem iPhone oder iPad. Aktivieren Sie die Synchronisierung auf Ihrem iPhone oder iPad. In diesem Fall ist der Prozess nicht viel anders. Gehen Sie zunächst zu Einstellungen. Tippen Sie anschließend oben auf Ihren Namen. Wählen Sie iCloud und melden Sie sich mit Ihrer Apple-ID an. Falls Sie dies noch nicht getan haben, aktivieren Sie abschließend die Dienste, die Sie synchronisieren möchten. Denken Sie daran, für einige Dienste ist möglicherweise ein iCloud-Abonnement erforderlich, um die Synchronisierung zwischen Geräten optimal nutzen zu können. Verwenden Sie den Finder, um Ihre Apple-Geräte zu synchronisieren. Eine weitere Möglichkeit, Ihren iMac mit einem anderen Apple-Gerät zu synchronisieren, ist der Finder, wenn auf Ihrem Mac macOS Catalina oder neuer, Oktober 2019, läuft. Der Vorgang ähnelt der Verwendung von iTunes in früheren Versionen von macOS. Sie können den Finder zwischen Ihrem iMac und Ihrem iPhone, iPad oder iPod Touch verwenden, um Inhalte wie Musik, Filme, Fernsehsendungen, Podcasts, Hörbücher, Bücher, Fotos, Kontakte und Kalender zu synchronisieren. Finder auf dem iMac. Schritte zum Koppeln eines anderen Apple-Geräts. Aktivieren Sie die Synchronisierung zwischen Ihrem iMac, iPhone und iPad, sodass Sie die Vorteile des Zugriffs auf Ihre Inhalte auf mehreren Apple-Geräten genießen können. Verbinden Sie zunächst Ihr iPhone, iPad oder Ihren iPod Touch über ein USB-Kabel mit Ihrem Mac und klicken Sie dann auf Ihrem iMac auf das Finder-Symbol im Dock, um ein Fenster zu öffnen. Wählen Sie dann das Gerät aus der Liste in der Seitenleiste aus. Wählen Sie anschließend auf der rechten Seite des Fensters mit Hilfe der Schaltflächenreihe unter dem Gerätennamen aus, was Sie synchronisieren möchten, Musik, Fotos und so weiter. Wählen Sie dann für diesen Inhalt Synchronisieren. Wählen Sie die Schaltfläche Übernehmen in der unteren rechten Ecke des Fensters. Wenn die Synchronisierung nicht automatisch startet, klicken Sie auf Synchronisieren. Inhalte über WLAN synchronisieren. Nachdem Sie die iTunes-Synchronisierung über USB eingerichtet haben, können Sie die App so einstellen, dass Ihr Gerät über WLAN statt über ein Kabel synchronisiert wird. Verbinden Sie Ihr Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem iMac. Öffnen Sie iTunes und wählen Sie Ihr Gerät aus. Klicken Sie dann auf der linken Seite des Fensters auf Zusammenfassung und wählen Sie mit diesem Gerät über WLAN synchronisieren aus. Klicken Sie abschließend auf Übernehmen. Wenn Ihr iMac und Ihr Gerät mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind, wird letzteres in iTunes angezeigt und automatisch synchronisiert, sofern es an eine Stromquelle angeschlossen und das Programm auf Ihrem Computer geöffnet ist. Denken Sie daran, dass wir bei Mac Center ein Premium-Partner von Apple sind und daher Original-Markenhardware und das beste Erlebnis garantieren, sodass Sie Ihre Geräte mit absolutem Vertrauen bei uns kaufen können. Profitieren Sie von den Angeboten und Vorteilen von Mac Center. Wenn Sie Ihren iMac bei Mac Center kaufen,
erhalten Sie nicht nur garantiert 100% originale, hochwertige Produkte, sondern genießen auch eine Reihe exklusiver Vorteile. Sie erhalten es am selben Tag, wenn Sie in Bogotá vor 12 Uhr einkaufen. Wenn Sie in einer anderen Stadt kaufen, bieten wir einen bundesweiten Versandservice an. Sie können den Kauf telefonisch tätigen und unsere Berater werden Sie zu dem Produkt führen, das Ihren Anforderungen am besten entspricht und Ihre Fragen bequem von zu Hause aus beantworten. Wir garantieren die Qualität und Authentizität unserer Produkte und bieten eine volle, 12-monatige Garantie, damit Sie beruhigt sein können. Wir verfügen über ein engagiertes und professionelles technisches Support-Team, das Ihnen gerne bei Fragen oder Problemen mit Ihrem iPad hilft. Ob auf unserer Online-Plattform oder in unseren physischen Geschäften. Im Mac Center garantieren wir Ihnen ein komfortables, sicheres und zufriedenstellendes Einkaufserlebnis. Profitieren Sie von unserem Retoma-Plan, um bei der Übergabe Ihres Smartphones oder iPads eine Gutschrift zu erhalten und den Restbetrag in 24 zinslosen Raten zurückzuzahlen. Bringen Sie alle 2 Jahre ein beliebiges iMac oder iPhone-Modell auf den Markt mit 24-monatiger Finanzierung und 0% Zinsen. Finanzieren Sie Ihr iPad mit Adi-Guthaben in 6 bis 24 Raten zu 0% Zinsen, ohne zusätzliche Kosten oder Papierkram. Ihre Möglichkeiten sind endlos. Also zögern Sie nicht länger und nutzen Sie mit Hilfe von Mac Center die Leistungsfähigkeit von Apple und verbessern Sie Ihr Leben. Am Ende des Videos hoffe ich, dass es Ihnen gefallen hat und wir sehen uns in einem neuen Video.